Der erst 17-Jährige spielt nun bereits in seiner zweiten Saison beim französischen Erstligisten. Kam er in der vergangenen Spielzeit auf 7 Ligaeinsätze, ist er in dieser Saison schon unangefochtener Stammspieler. So lief er bereits in 26 Pflichtspielen für den derzeitigen Tabellendritten der Ligue 1 auf, ist er aus dem System von Trainer Jonas Martin aktuell nicht wegzudenken. Nicht verwunderlich, dass sich ganz Europa die Hände reibt und den Linksfuß gerne verpflichten wohl erlehen würde. Ganz vorn ist dabei neben dem spanischen Rekordmeister Real Madrid wohl auch der BVB. Dass man bei den Schwarz-Gelben ein Händchen für junge und talentierte Spieler hat, ist keine Neuigkeit mehr. Der Eindruck, dass sich diese Spieler nun auch immer häufiger für die Bundesliga und vor allem für die Borussia entscheiden wollen, manifestiert sich. Kann man sich in Dortmund also wirklich berechtigte Hoffnungen machen, den in Angola geborenen FRA entzürischen U21-Nationalspieler in den Signal Iduna Park locken zu können? Dass der Rohdiamant einen ähnlichen Weg gehen könnte wie Erling Haaland, ist zumindest nicht ganz abwegig. Ein sofortiger Wechsel zu einem absoluten Spitzenklub Europas wäre wohl zu früh. Ein Zwischenstep in Dortmund hat schon so manch anderen Spieler gut getan. Eduardo Camavinga, der neue Ousmane Dembélé, unter anderem auch seinem Landsmann Ousmane Dembélé, 2-2, welcher ebenfalls von Stade Rennes gekommen war und nach einem Jahr Dortmund dann zum großen FC Barcelona wechselte, wenn auch nicht ganz geräuschlos. Fakt ist aber auch, dass Stade Rennes, bei denen Camavinga noch bis 2022 unter Vertrag steht, wohl frühestens auf eine Ablöse von 50 Millionen Euro gesprächsbereit wäre. Wahrscheinlicher ist jedoch eine deutlich höhere Summe, um ihn tatsächlich bekommen zu können. Selbst wenn es bei nur 50 Millionen liege, wäre Camavinga damit der teuerste U18-Spieler aller Zeiten und für den BVB auf Anhieb auch gleich Rekordeinkauf der Geschichte. Ob man in Dortmund tatsächlich so weit gehen würde für einen 17-Jährigen, bleibt zumindest fraglich, wenngleich man finanziell sehr gut dasteht. Ein Wechsel im Sommer wäre wohl auch mehr als stemmbar, sollte man, wie wohl zu erwarten ist, Jadon Sancho, 19, in die Premier League verkaufen.